Wenn Sie mich fragen, wie viele Ärztinnen und Ärzte in unserem Gesundheitssystem ökonomischem Druck ausgesetzt sind, so muss ich Ihnen leider antworten, im Grunde alle, sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Tätigkeit. Und das hängt einfach damit zusammen, dass es zu einer immer höheren Arbeitsverdichtung, zu einer immer stärkeren Bürokratisierung und letztlich auch leider zu einem großen ökonomischen Druck gekommen ist, insbesondere seit der Einführung der Fallpauschalen, der sogenannten Diagnose-Related Groups, DRGs, in den Kliniken. Das war 2002, 2003. Und über diese gut 20 Jahre hin hat sich eine Situation entwickelt, die mit stetig steigenden Fallzahlen bei kürzerer Verweildauer sozusagen den Turnover der Behandlung, der Untersuchung und Behandlung von Patientinnen und Patienten stetig gesteigert hat, bei einer eher schlechteren Personaldecke, eher weniger Verfügbarkeit von Kliniken und Betten, aber einer unglaublichen Auslastung der Betten. Also das heißt, es ist eine extreme Mehrbelastung für Ärztinnen und Ärzte, die für die sehr schwer ist, die bei vielen bis hin zur Depression, zum Burnout führen kann, die eigentlich sich nicht mehr in ihrem Beruf wiederfinden und ihr ärztliches Handeln nicht mehr umsetzen können zu diesen Konditionen. Nun, Sie haben letztlich eine kontinuierliche Steigerung der Fallzahlen, das heißt der Zahlen von Patientinnen und Patienten, die behandelt werden müssen, in einer immer kürzeren, wir sagen Verweildauer. Die Schere geht auseinander. In einer immer kürzeren Zeit müssen mehr Patientinnen und Patienten untersucht und behandelt werden, um die Vorgaben der Fallpauschalen zu erfüllen und dadurch die betriebswirtschaftliche Stabilität der Klinik, jetzt für Krankenhäuser gesprochen, zu wahren. Das ist das, was dahinter steht. Kernbotschaften des Ärztekodex Medizin vor Ökonomie, die habe ich sehr viel mitgearbeitet, von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 2017 endgültig etabliert und im Deutschen Ärzteblatt publiziert wurden, sind, dass das Patientenwohl immer im Mittelpunkt zu stehen hat. Das ist über allem das Wichtigste und dass wir als Ärzteschaft niemals unser ärztliches Handeln, die Indikation für Untersuchungen und Therapien, dass wir diese niemals unter ökonomischem Druck oder Drohung der Ökonomie durchführen, sondern immer primär die medizinische Indikation zur Untersuchung und zur Therapie im Vordergrund steht und niemals finanzielle Anreizsysteme hier auf uns einen Einfluss nehmen können, unser ärztliches Handeln zu ändern. Sie wissen, dass ich sehr lange, es waren 35 Jahre, in der Klinik im stationären Bereich tätig war. Ich kenne also die Zeit vor und auch dann mit Einführung der Fallpauschalen. Ich habe in der Zeit der Fallpauschalenzeit 2002, 2003 als leitende Ärztin in einem großen akademischen Lehrkrankenhaus den Schwerpunkt Endokrinologie, Diabetologie vertreten und habe sehr intensiv miterleben müssen, wie sich das System verändert hat in dem Sinne, dass A, der immer höhere Durchsatz mit Patientinnen und Patienten mit kurzer Verweildauer eine schlechtere Qualität der Medizin zur Folge haben muss. Und wenn man diesem nicht nachkommt, die betriebswirtschaftliche Komponente nicht stimmt und sie dann aber ihrer betriebswirtschaftlichen Klinikleitung auch als Chefarzt unterstellt, mit ihrem gesamten Team in größte Nöte geraten, wirklich ihr medizinisches Handeln zu verteidigen, dass sie, wenn sie dem nicht nachkommen, eher Stellen gestrichen bekommen als eine Unterstützung, dass sie einfach wirklich, und das gilt auch gerade für die Fächer der sprechenden Medizin, für die Querschnittsfächer, wie zum Beispiel Endokrinologie, aber auch Rheumatologie, Angiologie und so weiter, dass sie gerade mit einem solchen Thema, was für die innere Medizin und für die Versorgung der Patientenschaft unheimlich wichtig ist, in den Krankenhäusern keine guten Konditionen mehr vorfinden und sie stetig und täglich darauf hingewiesen werden, dass hier im System ein Fehler ist, weil der ökonomische Druck darüber entscheidet, was eigentlich wichtig ist in der Medizin, welche Schwerpunkte der inneren Medizin oder auch an anderen Stellen, andere Gebiete mehr oder weniger gefördert werden. Das ist eine sehr wichtige Frage. Wie lässt sich die Botschaft des Ärztekodex der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin wirklich in der Praxis umsetzen? Erstens, die Fachgesellschaft selbst, hier die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, steht natürlich hinter
der Ärzteschaft hinter Internistinnen und Internisten, die sozusagen einen Rückhalt haben sollen durch die Fachgesellschaft, dass sie richtig vorgehen mit ihrem ärztlichen Handeln und sich nicht in die Enge treiben lassen dürfen. Das genügt aber bei weitem nicht. Wir sind gerade dabei, mit der Bundesärztekammer und im weiteren Verlauf mit den Landesärztekammern zu arbeiten, dort vor Ort Ombudsstellen, Clearingstellen einzurichten, also Anlaufstellen für Ärztinnen und Ärzte, die dort wirklich dann Schutzberatung, auch juristische Beratung erhalten sollen, was ich glaube eine große Hilfe wäre. Und man muss natürlich im Weiteren auch schauen, wie man die Funktionsträger der Politik überzeugt, hier die Schritte in die richtigen Richtungen zu gehen. Es ist aktuell ja vieles im Gespräch und ein Entwurf, noch nicht öffentlich, einer Krankenhausreform in Sicht. Ich möchte sagen, der Ärztekodex ist mehr denn je aktuell, gerade mit Blick auf dieses Papier der Krankenhausreform, wo man sich sehr fragen muss, was es verbessert, wenn die Fallpauschalen im Grunde bleiben, nur etwas modifiziert, wenn die Bürokratisierung eben nicht nachlässt, wenn die Querschnittsfächer, von denen ich gesprochen habe, nicht wirklich adäquat abgebildet sind. Wir können nur hoffen, dass wir das modifizieren und in der Zukunft zu einem besseren System und einer wirklich wieder Medizin vor Ökonomie, einem ärztlichen Handeln in dieser Art kommen können.